Ich nehme mir für jedes Jahr ein Leseziel vor. Also ein Ziel für die Anzahl der Bücher, die ich in dem jeweiligen Jahr lesen möchte. Dieses Jahr sind es 52 Bücher, da ich es ganz cool fand, einfach jede Woche ein Buch zu lesen in dem Jahr. Und das klingt für einige eventuell total viel, ein Buch jede Woche und 52 Bücher in einem Jahr. Für mich klang das vor einigen Jahren auch noch sehr realitätsfern. Denn früher war ich auch eine Person, ich habe mir vielleicht vorgenommen, in einem Jahr 3 Bücher zu lesen, davon waren aber 2 irgendwelche Schullektüren, die ich sowieso in der Schule lesen musste. Und ja, fand es irgendwie auch nicht so realistisch, in einem Jahr so viel zu lesen. Und heute möchte ich mal meine Tipps mit euch teilen, wie ich es geschafft habe, eine Person zu werden, die Lesen liebt und wie ich es jetzt schaffe, ein Buch pro Woche zu lesen, weil wir alle wissen und wir alle kennen die Vorteile vom Lesen und wissen, dass Lesen ein ganz essentieller Part ist, wenn wir uns weiterbilden wollen und ja, ein erfolgreicher Mensch zu werden. So nenne ich es jetzt einfach mal. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere Videos dieser Art und erstmal viel Spaß beim heutigen Video. Der erste Tipp klingt total einleuchtend und simpel und genau das ist er auch, aber ich habe ihn auch oft nicht angewandt. Und zwar geht es darum, nur die Bücher zu lesen, die du wirklich lesen möchtest. Manchmal ist es unvermeidbar, Bücher zu lesen, die wir nicht lesen wollen, sei es jetzt zum Beispiel in der Schule, aber ich lege euch wirklich nur ans Herz, lest nur die Bücher, die ihr lesen wollt und falls euch ein Buch nicht gefällt, dann brecht es ruhig ab, weil ich habe mich auch schon durch Bücher geschleppt, wo ich mir dachte, ich muss jetzt beenden, ich muss jetzt fertig werden, damit ich sagen kann, ich habe dieses Buch schon gelesen oder damit ich das in meinem Kopf irgendwie abhaken kann, aber das ist doch einfach nur eine verschwendete Lebenszeit, wenn ihr 5, 6 Stunden mit einem Buch verbringt, was euch keinen Spaß macht, weil es wird euch nicht nur in dem Moment nicht gut tun und euch nicht gefallen, es wird auch nachhaltig eure Lesemotivation schwächen, weil ihr dann mit dem Lesen so einen schlechten Vibe assoziiert. Deswegen brecht die Bücher ruhig ab, es ist nicht schlimm, man darf Bücher abbrechen, wenn sie nicht gut sind, weil ihr wollt ja auch keinen schlechten Input bekommen. Ich glaube, da muss man einfach mal für sich selbst lernen, irgendwie diese Blockade im Gehirn zu lösen und zu realisieren, dass ein Abbrechen eines Buches oder auch einer Serie oder so nicht schlimm ist. Ich habe selbst mir auch mal diesen Drang, dass ich Dinge immer beenden möchte, damit ich sie so abgeschlossen habe. Ich kenne das voll gut. Und falls ihr jetzt sagt, es gäbe keine Bücher, die für euch passen und die euch gefallen, ihr irrt euch. Ihr irrt euch ganz sicher, weil es gibt so viele Arten von Büchern und aktuell liebe ich Bücher, wo ich damals nie gedacht hätte, dass ich dieses Genre mal lesen würde. Und so sind das Klassiker. Ich liebe Klassiker, die sehr schwer geschrieben sind, in alten Englisch, alten Deutsch, eigentlich teilweise total konservativ sind, auch was die so romantischen Beziehungen angeht. Aber ich liebe die Art, wie es geschrieben ist. Ich liebe die philosophischen Hintergründe, die diese Bücher haben. Es macht mir total viel Spaß, diese Bücher zu lesen, obwohl ich das damals niemals gedacht hätte. Und jetzt lese ich einfach so viele Bücher in meiner Freizeit, die man sonst in der Schule liest, weil ja, man liest ja in der Schule halt vor allem Klassiker. Und das eigentlich eher zu Hause nicht, aber ich habe mal ein Buch gelesen, das war von Jane Austen, Pride and Prejudice und danach war ich einfach in diesem Bann drin. Ich glaube, jeder muss irgendwie so ein Buch haben, was einem so die Tür zum Lesen öffnet irgendwie. Ein bestimmtes Genre zum Beispiel auch. Und dann kommt man davon eh nicht mehr los. Falls es aber noch nicht passiert ist, würde ich euch raten, ein Lesehabit zu haben. Eine Lesegewohnheit. Wir können nicht von heute auf morgen festlegen, dass wir eine Person sind, die sehr viel liest. Und wenn wir heute 0 Bücher im Jahr lesen würden, ist es unrealistisch zu sagen, ich möchte nächstes Jahr 100 Bücher lesen. Wir müssen klein anfangen, sonst werden wir demotiviert, weil wir kein Erfolgserlebnis haben. Also fangen wir mit kleinen Schritten an, die wir jeden Tag gehen. Und zwar kann das zum Beispiel für dich sein, du möchtest jeden Tag 10 Minuten lesen. 10 Minuten, die hat eigentlich jeder am Tag, das ist nicht schlimm. Falls du diese 10 Minuten nicht hast, dann sag dir einfach, du stehst 10 Minuten früher auf oder gehst 10 Minuten früher schlafen, das wäre jetzt auch mal nicht so schlimm. Nimm dir einfach diese 10 Minuten und wenn du 10 Minuten am Tag liest, dann hast du schon 10 Seiten mindestens eigentlich und dann kannst du auch innerhalb von 2, 3 Wochen ein Buch beenden, wenn du da dabei bleibst für diesen 10 Minuten am Tag. Du kannst das Lesen auch an ganz einfache Stellen deines Tages setzen, wie zum Beispiel zum Einschlafen am Abend, weil ich finde, dass das Lesen am Abend auch ganz viele andere Benefits hat, wie zum Beispiel, dass man davon müde wird, weil ich glaube, mein größtes Problem beim Lesen ist, dass ich lesen möchte, dass ich davon müde werde und meine Augen wehtun. Weil wir ja so konzentriert auf unseren Screen meistens sind, ist es für uns schwierig, mit den Augen so hin und her zu gehen, weil wir das gar nicht mehr so wirklich gut gewohnt sind. Und deswegen fand ich das am Anfang eigentlich mit am schwierigsten. Und wenn man das aber abends macht und dann seine Augen erstmal trainiert abends, hilft das total. Wenn du da müde wirst, kannst du direkt schlafen. Eigentlich gleich ein guter Vorteil für den Abend. Ja, voll. Der nächste Tipp ist, immer ein Buch dabei zu haben. Das ist voll die Ästhetik, wenn du mit dem Buch rumläufst, auf jeden Fall. Aber ich meine das auch ganz einfach, weil du dann immer in so kleinen freien Minuten mal lesen kannst. Ich bin die erste Person, die ihr in der S-Bahn seht, die 2 Haltestellen fährt. Haltestellen? Station fährt.
ist auch Haltestelle, ne? Die zwei Stationen fährt und auf diesen zwei Stationen in diesen 3 Minuten trotzdem ein Buch liest. Ich lese im Unterricht, wenn ich fertig bin mit einer Aufgabe, auf meinem iPad lese ich in dieser Apple Books App oder auch voll in der Mittagspause in Freistunden. Ich nehme mich eigentlich immer mit einem Buch, weil diese kleinen Minuten zwischen verschiedenen Aufgaben, zwischen Aktivitäten, zwischen Meetings, zwischen anderen Dingen, da sind wir oft einfach am Handy und scrollen bei Instagram, bei TikTok rum, aber diese 5 Minuten Instagram kannst du ganz einfach durch 5 Minuten Lesen ersetzen und das wird dir so krass im Leben helfen. Wirklich, vertraut mir da. Was ich auch mal gerne mache, ist mich mit Freunden auszutauschen, weil ein Hobby zu haben, was man irgendwie nur so leise, heimlich macht, ist nicht ganz so cool, wenn man sich austauscht und irgendwie seine Erfahrungen teilt und dadurch auch ein bisschen mehr Bestätigung bekommt, würde ich auf jeden Fall sagen, das können wir nicht leugnen. Und deswegen könntet ihr zum Beispiel entweder wirklich einen richtigen Buchclub gründen und festlegen, was für ein Buch ihr jeden Monat lest und das dann lesen und dann darüber reden. Aber das ist teilweise schwierig, weil dann nicht die gleichen Bücher gefunden werden, in der gleichen Zeit nicht die Personen, weil sie nicht gleich viel Zeit zur Verfügung haben in diesem Monat. Aber du kannst dir einfach zum Beispiel auch im Internet Leute raussuchen, einfach raussuchen, oder ja, sie suchen, die in ähnlichen Buchgeschmack wie du haben. Es gibt zum Beispiel, keine Werbung, die App Goodreads und auf Goodreads kann man auch Freunde adden, dann kann man immer sehen, was für Bücher deine Freunde lesen und du kannst Bücher suchen, Rezensionen von diesen Büchern lesen, diese Rezensionen kommentieren, liken. Wirklich eine ganz gute App. Oder auch ganz easy bei Instagram oder bei TikTok. Ich mache es wirklich immer so, wenn ich ein Buch anfange zu lesen oder gelesen habe oder es gerade lese, also einfach gerade mich mit dem Buch beschäftige, gehe ich immer bei TikTok und suche diesen Namen von einem Buch. Zum Beispiel, als letztes habe ich Jane Eyre gelesen, das Buch. Und ich habe dann eingegeben Jane Eyre, habe dann die ganzen Videos und Edits angeguckt von den Leuten. Und es gibt schon mal so einen Motivationsschub ein bisschen und mehr Inspiration, dann noch weiterzulesen. Bei einigen Büchern von mir habe ich ja der Seite ganz viele Post-its. Heißen die Post-its? Sticky Notes, meine ich. Sticky Notes. Das mache ich, weil ich meine Bücher annotiere, also kommentiere. Und man kann das aber auch anders machen, um sich mehr zu motivieren zu lesen. Und zwar nimmst du das Buch und guckst, wie viele Seiten es hat. Diese Dinger meine ich hier übrigens. Guckst, wie viele Seiten es hat und teilst dann diese Seiten durch 7. Zum Beispiel, wenn es jetzt 700 Seiten, weil damit kann ich rechnen, das ist einfach. Wenn es 700 Seiten wären, sind das 100 Seiten, die du pro Tag lesen müsstest. Und dann machst du nach 100 Seiten immer ein Post-it hin. Dann hast du hier 7 Post-its und du weißt, du musst jeden Tag bis zu einem Post-it lesen. Sticky Note meine ich doch, Mann, zu einem Sticky Note musst du lesen. Und das visualisiert nochmal deinen Fortschritt und zeigt dir nochmal genau, wie viel du lesen kannst oder musst dann an dem Tag. Und das ist nochmal eine richtige Motivation. Schreibt mir auf jeden Fall euer Lieblingsbuch in die Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und falls euch das Thema Lesen interessiert, können euch auch noch diese Videos hier interessieren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis ganz bald wieder. Tschüss!